2, 1, Banshee! Was haben wir jetzt vor? Hey, yo. Wir suchen gerade Michi seinen Platz des Absprungs. Er macht daheim schon Todesängste da. Er weiß nicht, dass er auf ihm zukommt. Er wartet schon seit 12. Der Hansi checkt gerade die Tiefe. Anhand fachmännischer Tests haben wir herausgefunden. Es ist tief genug. Das ist der Tiefe. Genau, mich ist seiner Körpergröße entspricht. Er ist voll die Letten und ist voll wach. Na, das haut schon hin, oder? Locker. Traut sich nicht aus. Er hat sich, glaube ich, irgendwo versteckt. Er hat sich irgendwo eingesperrt. Hallo, Michael. Du bist der Skiganzer. Ja. Ehre. Wie gesagt. Ehre. So. Ich weiß nicht. Michael, bist krank. Als erstes tue ich mir mit Zeug aus. Ich habe du Karpfen. Das ist ganz wichtig, dass du mir zuhörst. Hörst du mir zu? Ganz genau, Alter. Ja, was habe ich gesagt? Ich soll dir zuhören. Ganz genau zuhören. Und zwar, du wirst die Brühen aufsetzen. Du wirst noch nicht sehen, wo wir hinfahren. Dann wirst du die Hörer aufsetzen. Du wirst nicht hören, wo wir hinfahren. Okay. Siehst du was? Nein. Passt. Dann setzen wir die mal rein. Setz dich gleich da drüben. Sitzt. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Jetzt haben wir dir mal eine kleine Maske aufgesetzt. Ja. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass man das Glänzen in deine Augen jetzt nur noch erahnen kann. Hast du irgendeinen Plan, was jetzt passiert mit dir? Nein. Irgendeine Vermutung, was du am Vormittag schon gesagt hast? Du weißt ungefähr, was passiert? Ja, das ist schätzen. Also, ich glaube nicht, was das ist jetzt, aber ich glaube, das hat sich schon erledigt. Lass uns einmal teilhaben an deinen Gedanken. Nein, ich sag das nur. Ja, sag's jetzt. Jetzt haben wir schön Zeit zum Reden. Was glaubst du? Ja, gedacht habe ich schon, dass wir tätowieren lassen oder so. Für nächstes Jahr passt das. Das hätte ich schon mal gedacht. Ich glaube, mit deinem Geburtstag wird der Höhepunkt erreicht. Oder der Tiefpunkt, sagen wir besser. Wo man dann eigentlich nichts mehr draufsetzen kann. Aber das hat ein Gericht zu entscheiden. Masken stinkt ein bisschen. Habe ich Holz geschnitten letztens. Jetzt werde ich da die mal aufsetzen, dass wir ein bisschen was besprechen können. Gemacht hättest. Schauen, ob du selber draufkommst. Ich gebe da ein paar Tipps. Es geht. Es geht hoch hinaus, aber noch weiter runter. Bungee Jumping, oder? Ja. Yeah. Aber es ist so, du wirst nicht nur einen Sprung machen. Was? Nein, du wirst drei Sprünge machen. Und zwar haben wir da was ausgemacht. Normal lassen sie das nicht, aber sie wollen, dass sie ein cooles Promo-Video machen. Es hat einen kleinen Haken. Ich spring ohne Seil. Ja, ja. Die coolen machen es ohne Seil. Ich gibt es keine Kosten und Mühen gescheit. Ja, wir haben eigentlich geschaut, dass wir sparen können, wo man was noch geht. Da haben wir halt ein paar Kostüme schon rausgesehen. Was? Verkleidungen. Scheiße. Die jetzt dann in die Tiefe begeben wirst. Weil wir auch schon gesehen haben, wie spaßig das sein kann. Ich sag nur, mein bester Feind. Ja. Wirst du gleich so springen, wie du jetzt bist? Ja. Das darf man nicht so. Da hinten kommt man dann auch mal. Das wird immer besser. Hirschkuss oder Tequila? Hirschkuss ist aber gut. Ja, mich aber schau nicht aus. Das ist ein Hirschkuss. Bayer. Schön langsam wird's ernst. Die letzten Vorbereitungsarbeiten im Gange. So, das Gelände wurde aufgebaut. Ich glaube, das passt. Ich glaube, warte. Wissen, das wird man da vorher gesichert, bevor man drüber steigt. Zumindest die Haxen und dann tun wir es aber, wenn man Sarah rein will.
drüber, so vorsichtig. Und fühlen Sie vorne die Kanten. Bitte nach. Bisschen nach. Segenspitze nach. Vorne geht's schon runter, okay? Springen wir auf 3, 2, 1, dann geht's los. 3, 2, 1, Bungee! Ich hab's mir schon gedacht!